Hallo und herzlich willkommen im Wald noch. Ich will ein kleines kurzes Video, also Waldkurzwissen, aus der Rubrik machen, um kurz mal mit euch darüber zu reden, wo eigentlich die Grenzen des Waldes liegen, insbesondere die Trockenheitsgrenze. Wenn man sich nämlich einer natürlichen Waldgrenze nähert, das tue ich gerade, dann ist das Erste, was man beobachten kann, dass die Bäume relativ kurz werden. Zu diesem Zweck gucken wir mal hoch. Also wir sind hier schon noch in einem Wald, aber wir können erahnen, so super hoch sind die nicht. Die meisten von euch werden schon höhere Wälder gesehen haben. Die Oberhöhe, selbst bei vergleichsweise dicken Stämmen wie dem da, die liegt gerade mal bei so 20 Metern ungefähr, ne? Und das ist wirklich nicht besonders beeindruckend für unsere Wälder. Wir sind normalerweise so bei 35 Oberhöhen, gerne auch mal 45 Meter. Das ist also wirklich nichts Tolles. So, und ich laufe hier jetzt gerade, das kann man so ein bisschen erahnen, hier geht es runter. Da drüben, das müsst ihr mir jetzt glauben, da geht es auch sofort runter. Ich laufe also auf einem Bergrücken entlang Richtung runter. Also nach hier, da geht's runter. Und ja, wie man jetzt schon sehen kann, da fehlt auf einmal mehr oder weniger der Wald. Das kann natürlich in einer bewirtschafteten Landschaft wie der unseren einfach daran liegen, dass man ihn da einfach gefällt hat, weil man lieber eine Ackerfläche, eine Weidefläche oder eine sonstige Fläche haben wollte, auf der man keinen Wald haben wollte. Aber ganz selten gibt es auch in Deutschland mal noch Flecken, wo es natürliche Gründe hat, dass da hinten der Wald immer lichter wird. Denn diese Felsnase, auf der ich hier runterlaufe, gucken wir noch einmal in die andere Richtung. Von hier bin ich gekommen und ihr seht, der Weg ist hier auch sehr, sehr steinig und da hinten tief eingeschnitten vom Wasser, was hier runterfließt. Wenn es dann mal fließt, dann fließt es nämlich relativ heftig. Das ist also nur ein Bergrücken. Bedeutet, Wasser für die Bäume, die hier noch stehen, wo kann das herkommen? Naja, es fällt direkt am Baum auf den Boden und der Baum kann es mit der Wurzel aufnehmen. Das funktioniert. Ja? Aber fällt das Wasser ein Stückchen weiter hinten, hinter dem Baum auf dem Boden, dann fließt es eher den Hang runter, als dass es im Boden versickert. Das heißt, die Wurzel kriegt davon nicht allzu viel mit. Ja. Und weiteres Wasser, was zum Beispiel dieser Stamm hier jetzt bekommen könnte, wäre lediglich das, was da hinten fällt und hier entlang fließt, sozusagen auf mich zu und dann einfach quasi den Bach, Moment, da gehen wir noch mal ein Stück zurück, diesen Bach hier bildet direkt auf dem Weg. Ja. Bei Starkregen gibt das hier also eine richtige Erosionsrinne, die hier runterfließt. Und das ist das einzige Zusatzwasser, was jetzt zum Beispiel dieser Eiche hier zur Verfügung steht, neben dem, was direkt bei ihrer Wurzel auf den Boden fällt. Ja? In der Ebene sieht das ganz anders aus, weil in der Ebene hat jeder Baum die komplette flache Ebene zur Verfügung und kann überall, wo er mit der Wurzel hinkommt, den Regen aufnehmen, der da überall gleichmäßig im Boden versinkt, ohne dass er sofort weg ist. Das heißt, das Wasser bleibt viel länger an der Wurzel, um die Wurzel drumherum. Und das ist hier halt eben durch die Hanglage nicht der Fall. Und das Wasser ist sofort weg. Ein schönes Zeichen dafür ist diese kleine vertrocknete Weißtanne tatsächlich, beziehungsweise diese große vertrocknete Weißtannengruppe, die wir hier sehen können, die hatte einfach gar kein Wasser mehr. Die sind noch jung, die haben auch noch keine tiefreichende Wurzel, sind auch noch nicht mit der Wurzel wirklich zwischen die Felsen gekrochen, um das letzte bisschen Wasser, was man in den Felsen, die hier direkt anstehen, noch finden kann, als Wurzel noch aufzunehmen. Und daher sind sie jetzt vertrocknet. Das Einzige, was hier noch lebt, sind tatsächlich die großen Eichen. Die sehen auch alle nicht besonders gut aus, insbesondere da hinten könnt ihr schön sehen, dass da auch noch der ein oder andere Totast in der Krone bereits hängt, eben weil das Wasser nicht bis da oben gereicht hat. Aber die leben immerhin noch. So, und jetzt gehen wir ein bisschen weiter. Denn je weiter wir rausgehen aus dem Wald, je exponierter unsere Felsnase wie eine Nadel aus dem Hang heraussticht und nochmal ein erhöhter Bereich im Gesamthang ist, desto niedriger wird die Höhe
der Bäume, die wir hier sehen können. Ne? Also die sind jetzt noch mal viel, viel, viel kürzer. Wir sind jetzt gerade mal ein kleines Stückchen weitergelaufen und trotzdem, die Bäumchen werden viel kürzer. Und guckt euch mal an, wie dick diese Eiche hier unten ist. Ja? Das ist kein junger Baum. Die ist durchaus alt. Die konnte nur nicht höher wachsen, weil sie jetzt zu allem Überfluss auch noch auf dieser Felswand hier steht. Ja? Also hier oben direkt anstehender Fels, überhaupt keine Speichermöglichkeit für Wasser. Wasser gibt es an dem Tag, an dem es geregnet hat und danach nicht mehr. Ja? Und wenn es nicht jeden Tag regnet, gibt es auch nicht jeden Tag Wasser. Und wenn es nur ein bisschen regnet, dann ist es auch nicht besonders viel Wasser, was hier zur Verfügung steht. Das ist also ein ausgesprochen trockener Zustand. Und dieser Wald, den man noch Wald nennen darf, das kann man schon noch machen, zeigt uns deutlich durch den Rückgang der Höhe, die er hat, dass hier Waldwachstum zwar noch möglich ist, aber je niedriger der Wald wird, desto mehr nähern wir uns der Waldgrenze. So, ich im Vordergrund, im Hintergrund diese Region hier, Moment, machen wir mal so, da sieht man es so, glaube ich, ganz gut. Das ist tatsächlich jetzt so die äußeren Bereiche der Felsnase. Das heißt, die steht hier jetzt wirklich aus unserem Tal, beziehungsweise sticht ins Haupttal und kommt hier aus so einem Nebental raus und ist so eine richtig exponierte Felsnase. Und ja, alles, was da drauf regnet, die ist ja durchaus wetterexponiert, da regnet es schon häufig drauf. Wenn es regnet, dann auch garantiert dahin. Aber dadurch, dass da wirklich nur wenig Fläche oben ist, ist alles Hang. Das Wasser fließt sofort ab, nichts kann gespeichert werden. Der Boden ist eine ganz, 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 ganz dünne Schicht. Und ihr seht, also da sind buschartige Bäumchen noch zu finden, aber sie sind nur noch buschartig. Ja, und ein schönes Beispiel ist zum Beispiel die Eiche hier, an der ich stehe. Da ist noch oben auch schon Schluss. Auch das ist kein junger Baum. Wenn wir uns das Ding mal unten anschauen, sehen wir, hier ist ein durchaus dickes Stämmchen gegeben. Ja? Kein junger Baum, bei weitem nicht. Die könnte schon locker 150 Jahre alt sein, problemlos. Aber die wird an der Stelle einfach nicht höher, weil hier nicht genügend Wasser hinkommt. Und zusätzlich kommt jetzt noch erschwerend dazu, ich gehe mal ein bisschen weiter, dass das Wasser sogar schon so knapp ist, dass jeder Baum, der hier noch überlebt, in Strauchform wohlgemerkt, in Buschform, dringend darauf angewiesen ist, übrigens hier eine Edelkastanie neben Eiche, der eine andere, der hier noch überleben kann, Eiche, Edelkastanie, vielleicht hier und da mal noch eine, hier auch noch mal eine schöne Kastanie hinter mir, hier und da vielleicht mal noch eine Kiefer, aber das war es dann auch an Baumartenvielfalt, die wir aus so extrem trockenen Standorten erwarten dürfen. Ja, und die stehen jetzt im großen Abstand zueinander. Seht ihr? Also das hier, das kann man jetzt bei bestem Willen nicht mehr als Wald bezeichnen. Das ist schon viel zu licht. Es gibt kaum noch Schatten. Hier und da stehen sie dann mal wieder ein bisschen enger. Hier zum Beispiel, aber auch nur als Busch, als Buschlandschaft. Keine richtige Wald, wie man Wald bei uns normalerweise kennt, Landschaft. Ja? Und hier sind wir jetzt wirklich gerade im Übergang zwischen Wald und Nichtwald. Die Bäume sind so weit auseinander, die Bäume sind so niedrig. International würde man das hier noch als Wald anerkennen, der internationalen Walddefinition. Was Wald ist und was nicht, die geht da los, wo ein Gehölz 5 Meter erreichen kann. Das können sie hier und tun sie auch. Und wo es eine Dichte von 10% gibt, oder höher als 10%. Das heißt, 10% der Fläche müssen mit Bäumen überschattet sein. Und das ist hier auch noch der Fall. Ja? Normalerweise haben wir solche Wälder in Anführungszeichen, aber bloß in Ländern wie Niger, Zentralafrika, sowas in die Richtung. Wenn die einen Wald haben oder sagen, sie hätten einen Wald, dann meinen sie so eine Fläche wie die durch ich hier jetzt, wie das, was wir hier jetzt gerade sehen. Ne? Also für deutsche Verhältnisse ist das hier die Trockenheitsgrenze des Waldes. Und es gibt sogar Flächen, wo dann eben gerade durch die jüngere Trockenheit mal wirklich alles verdorrt ist, wo der letzte Baum, der mehr oder weniger in der Mitte noch stand, bereits tot ist. Und selbst der Besenginster, der als nächstes kommt, also diese vertrockneten Sträucher hier, das war mal Besenginster,
Also ist es schon noch, ist aber halt tot. Da steht noch ein lebendiger, hier auch, so halbwegs lebendig. Ja, das sind so eigentlich die Auswechselgesellschaften, die Auswechselheidelandschaft, die dann den Wald ersetzt, wenn der Wald sich nicht mehr halten kann, weil es einfach viel zu trocken geworden ist. Und es ist dann bezeichnend, dass in der Trockenheit der Vergangenheit sogar der Ginster gestorben ist und viele Moose, die hier auf dem Boden vorkommen, das hier alles Moos, auch unglaublich ausgetrocknet ist. Die sind normalerweise nicht rot, die sind normalerweise schon grün. Ne? Also das ist jetzt kein besonders rotes Moos. Hier und da finden wir noch ein paar grüne Reste, wie ihr das hier jetzt gerade sehen könnt. Aber es ist wirklich die trockenste Stelle, die ich hier bei mir im Tal irgendwo finden konnte. Und tatsächlich eine der Stellen, die jetzt wahrscheinlich in den nächsten Jahren, das ist durchaus realistisch, tatsächlich irgendwann waldfrei sein werden. Auch die Eichen, die hier stehen, wie gesagt, zum Teil sehen sie ja noch ganz gut aus. Und Eiche ist wirklich die einzige Baumart, die hier zumindest momentan noch lebensfähig ist. Es gäbe noch ein paar, die noch trockenheitsresistenter sind als Eiche, aber die sind nicht da. Und wenn man die jetzt erst hinpflanzt, dann haben sie erstmal einen Pflanzschock. Und wenn in dem Jahr mit Pflanzschock dann nochmal eine krasse Dürre dazukommt, dann sind die auch schon wieder K.O. Außerdem hier was pflanzen geht allein deswegen nicht, weil ihr seht, hier gibt es keinen Übergang zwischen Felsweg und Boden neben dem Weg. Ich kann hier ein 3 cm tiefes Loch graben, das war es aber auch. Wie es eine Eiche schafft, sich hier zu verwurzeln, das weiß allein die Eiche allein. Ja? Das ist eine Fähigkeit, die kaum ein Baum in dieser Perfektion beherrscht, sich in nicht vorhandenem Boden trotzdem an den Fels zu krallen mit einer Pfahlwurzel, die wohin auch immer gewachsen ist, wahrscheinlich den Hang runter, und hier dann doch eben noch das letzte bisschen Feuchtigkeit aufzusaugen, was an dieser Stelle ankommt. Heute Morgen hat es geregnet, daher sieht sie vielleicht gerade ein bisschen frischer aus, als sie zum Beispiel gestern ausgesehen hätte, unsere Eiche hier. Ne? Das ist Bonsai-Wuchs, nenne ich das immer so schön. Ne? Also die Eichen hier könnten durchaus wirklich Jahrhunderte alt sein, sehen auch noch vergleichsweise gut aus, sind aber nie größer gewesen als das, was wir jetzt hier sehen, werden auch nie größer werden. Nach oben hin ist da Schluss. Auch wenn die jetzt noch 200 Jahre hier steht, theoretisch, das wird auf keinen Fall mehr ein größerer Baum. Spaßeshalber hier nochmal der Hang gegenüber, da seht ihr auch eine deutliche Freifläche. Sowas ist ein Stück weit künstlich, weil das wurde mal beweidet mit Ziegen, wird wahrscheinlich auch immer noch beweidet mit Ziegen, die dann nach und nach eben für Erosion gesorgt haben, den Standort eher schlechter gemacht haben als besser, weshalb hier jetzt auch dieses kleine, ja quasi waldfreie Heide-Stückchen entstanden ist. Das ist also eine Folge des menschlichen Wirkens, aber auch ohne uns sind wir hier wirklich hart an der Grenze. Ja. Hoppala, nicht runterfliegen. So, hin und wieder gibt es trotzdem auch noch mal richtige Bäume, die die Bezeichnung auch verdient haben. Hier beispielsweise noch mal eine Eiche. Was macht die jetzt richtig, was die anderen falsch machen? Warum ist das ein vernünftiger Baum? Warum ist die außerdem noch ziemlich gesund und sieht so aus, als hätte sie keine Dürreprobleme? Naja, die hat vergleichsweise viel Platz. Ja. Also da ist etwas mehr flacher Boden vorhanden. Die befindet sich auch wunderbar im Bereich dessen, was hier alles die Nase runterfließt. Da steht sie drin im Abfluss, dem bisschen, den es hier gibt, und hat daher mehr oder weniger die beste Wasserversorgung, die man hier an unserer Felsnase überhaupt noch haben kann. Und kleinräumige Unterschiede, die eben an der Stelle stehen und nicht ein Stückchen weiter, ein paar Schritte weiter nach da hinten. Dann wäre sie ja schon wieder direkt am Hang und hätte nur noch das bisschen Wasser zur Verfügung, was mal eben kurz da ist, wenn es regnet. Das ist ein großer, großer Faktor und macht den wesentlichen Unterschied aus, dass man hier also auch als richtiger Baum theoretisch noch wachsen kann, wenn man also das Glück hatte, an der richtigen Stelle zu keimen. Ja? Es ist also letzten Endes ein Stück weit alles Zufall, ob die Pflanze halt eben Glück gehabt hat oder eben nicht. Ne? So, aber das wäre es an der Stelle auch schon gewesen. Kleiner Rundgang an einer der ersten Flächen, die vermutlich
keinen Waldwachstum, ja, wo kein Waldwachstum mehr möglich sein wird. Noch ein kleines bisschen wärmer, globale Durchschnittstemperatur, noch ein paar Mal häufiger entsprechend krasse Dürresommer, dann könnte es durchaus sein, dass die letzten Eichen, die da noch kümmerlich vor sich hin Bonsai-wuchstechnisch vor sich hin kümmern, auch absterben werden. Und spätestens wenn die weg sind, dann ist hier vorbei. Dann ist das hier eine waldfreie Felsnase. Dann wird auch das letzte bisschen Boden, das ist ja auch nur 2-3 Zentimeter, hier irgendwann in der Sonne auch verbrennen möglicherweise. Es gab hinten dran übrigens auch schon einen Waldbrand. Durchaus möglich, dass das hier auch nochmal passiert. Und spätestens dann ist das letzte bisschen Vegetation weg. Und es könnte uns tatsächlich passieren, dass wir hier eine komplett freie Felsnase ohne Bewuchs bekommen. Wäre dann eine der ersten Stellen von Deutschland, an denen das der Fall ist. Ja? Gibt bestimmt auch in eurer Region kleinräumig ähnliche Felsnasen wie diese hier, bei denen sowas möglich ist. Hier nochmal ein Blick nach unten. Aber ja, nur um das mal eben gezeigt zu haben. Ja, da hinten ist natürlich noch jede Menge Wald vorhanden, noch ein ganzer Schwarzwald voll. Also so gesehen muss man sich keine Sorgen machen. Es sind wirklich nur diese felsigen Nasen, die hier ins Tal reinragen, bei denen ein realistisches Risiko besteht, dass Baumwachstum nicht mehr möglich sein wird. Lediglich Kiefer ist manchmal noch zu Dingen fähig, die eigentlich gar nicht möglich sein sollten. Also die wächst hier aus diesem Klumpen, der größtenteils aus Wurzel besteht, das kann man hier schön sehen, wächst hier noch eine Kiefer raus, da oben noch zwei Triebe, die direkt hochgehen und die ist durchaus vital und der scheint es gut zu gehen. Kiefer kann, wenn sie schon lange da ist, wenn sie von allein gekeimt ist, man kann sowas nicht pflanzen, das kann man künstlich nicht erzeugen. Aber manchmal kann Kiefer wirklich noch erstaunliche Dinge vollbringen und die könnte dann noch der letzte Notnagel sein, dass es hier halt doch immer auch irgendwelche Bäumchen geben wird, wenn sie auch nur sehr kurz sind, wäre vorstellbar. Ja? Auch da vorne, direkt an der Kante wächst eine Kiefer, die erstaunlich gut aussieht, wenn man die Bedingungen, die hier gerade herrschen, beachtet. Ja, also Hoffnung darf man eigentlich nicht wirklich aufgeben, solange natürlich anwachsende Bäume vorhanden sind. Aber nochmal, man kann sowas nicht künstlich pflanzen, das geht nicht. Wenn es sowas gibt, dann wirklich nur von alleine, durch Natur. So, der Wind nimmt zu, ich mache, dass ich wegkomme. Aber jetzt wisst ihr Bescheid und ich wollte das ja kurz halten, also macht's gut. Bis zum nächsten Mal, dann auch bestimmt wieder länger. Tschüss.